Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Alice 9, Gott, war nicht so immer jetzt Alice 19 ausgeboren. Nee, es ist der PC Building Simulator, PCBS. Und bin auch gerade eingeschaltet. Ich habe rausgefunden, woran es lag. Woran es lag. Weil wir hatten aus irgendeinem Grund bei uns im Inventar eine IO-Blende, also eine PCI, der Express-Abdeckung meinte ich, die nicht zu diesem Gehäuse gehört. Das heißt, da war einfach irgendeine drin, die zum Gehäuse gehört, was wir nicht haben. Das hat mich natürlich verwirrt. Hier, das hier ist, kann man einfach auf und zuklappen, das wusste ich noch nicht, das habe ich dann herausgefunden. Das heißt, den können wir jetzt auch verkaufen, wenn wir ihn einmal kurz vorher noch gestartet haben. Ne, da. PC Lab Betriebssystem fertig. Wieder ausschalten. Aber den auch einmal noch verkaufen. Kassieren. Will hier zurückgeben. Kaufen. Levelaufstieg. Glückwunsch, du hast Level 2 erreicht. Du hast Folgendes freigeschaltet. Prozessoren. Sechste Generation Intel, 2,666, 2,66 MHz RAM und ein automatisches Anschlusswerkzeug. Okay. Folgende Komponenten sind gegenwärtig im Shop verfügbar. Jo. Eieiei. Was viel. Hier. Neues. Okay, können wir alles verwerfen. So, ne? Dann gehen wir einfach zum nächsten Tag. Fast 700 € plus jetzt. Dem drei Sachen gemacht. Tag beenden. Arbeit. So. Okay, neue Sachen. Suche nach einem Upgrade. Wir arbeiten mit Computern, stimmt's? Ja. Mein PC schleicht wie eine Schnecke. Gähn. Ich hoffe auf 6 Gear, 6, genau, 16 GB Arbeitsspeicher, wenn sie so viel unterbringen können. Habe festgestellt, dass er manchmal auch ziemlich langsam ist. Das ist dringend. Also beeilen Sie sich bitte. Gesendet von meinem Handy. Ah, okay, deswegen ist sie groß. Und sagen, warum hat er sie groß geschrieben? Handy-Autokorrektur. Okay, annehmen. Aufrüstung für den PC meiner Tochter. Hi, ich schenke meiner Tochter einen PC und sie braucht offenbar eine Menge RAM. Jedenfalls sagt sie, 16 GB seien notwendig und ich habe gegenwärtig nur 2 und 4 Speicherbänke in meinem PC. Danke, gerne, Gerhard. Okay, Mama. Überhitzter, defekter PC. Hallo, ich kenne mich mit Computern nicht so gut aus, aber meiner scheint nicht mehr so richtig zu funktionieren. In letzter Zeit wird er mächtig heiß und läuft immer langsamer. Ich habe auch das Gefühl, ich höre den Lüfter gar nicht mehr. Mein PC steht auf dem Boden im Büro, wo es ziemlich staubig ist. Ich hoffe, er ist nicht total verstopft. Falls Sie den Lüfter ersetzen müssen, nehmen Sie doch bitte den billigsten. Irgendwas Ausgefallenes kann ich mir nicht leisten. Danke, beste Grüße. Audrey. Ja, machen wir. Hilfe, schnell! Ja, kenne ich schon, weil ich glaube ich auch schon gemacht den Auftrag hier. Hey, ich brauche Ihre Hilfe. Ich habe mir den brandneuen PC meiner Mutter ausgeliehen. Ja, da sollte man natürlich nichts falsch machen. Und glaube, ich habe wohl was Falsches angeklickt. Jedenfalls ist das Ding jetzt mit Viren verseucht. Das muss schnellstens in Ordnung gebracht werden, bevor sie vom Besuch ihrer einer Freundin zurückkommt. Na, na, na. Dankeschön, Harry. Sollte natürlich dann noch aufpassen, also. Tief erlangt. Aber gut, machen wir gerne. Was müssen wir Neues kaufen? 16 GB, 16 GB. Und einen Luftkühler. Auch noch kaufen. Egal, für welche Marke den RAM. Okay. Speicher. 16 GB.
Gibt's auch gerade nur einen. In den Warenkorb und Kühler. Hier. Ja, nehmen wir einfach den hier. Moment. Aber den günstigsten, ne? Echte Qualität. Den kostet nur 7. Der kostet sogar nur 5. Ne, der ist zu klein. Ne, den hier. Und hier. Das brauchen wir mal zweimal. Jetzt kaufen. Okay. Gehen wir einmal zum nächsten Tag. Tag beenden. Zur Arbeit. Und die Sachen sind alle da. Schön. Dann haben wir Upgrade, Upgrade hier. Das hier sind 8 Gig. Ich frage, ob ich den austauschen soll. So, ob ich zusätzlich einbauen soll. Weißt du was, ich baue ihn einfach zusätzlich ein. Platin. Ey, es geht nicht. Da war ja was. Einfach einen von den beiden. Das wieder zumachen. Da ich alles funktioniert haben. Seitenwand wieder drauf. Da einstecken. Und anschalten. Cooler Master. Ey, hier sind auch ganz viele verschiedene Marken lizenziert. Takun leider nicht. Marke, von denen ich die Tastatur habe, die ich benutze. Wie funktioniert? Lieferbereich platzieren. Okay, dann machen wir das einmal. Fertig, dann können wir die mal platzieren. Ja. So. Und das war, das sollte auch aufgerüstet werden, okay. Auf, raus mit dem Arm. Und Toni raus und Team Group T-Force Dark rein. Seitenwand. So. System gleich wieder starten und dann war es das auch schon wieder mit relativ schnell, ne? Aber Anfang so, das wird in Zukunft alles schwieriger und komplexer. Komm. Warten einmal kurz. Ja. Und fertig. Hochgefahren, dann kann man wieder runterfahren. Und er wollte auch einen neuen Lüfter haben. Genau. No. Ist einfach gar kein Lüfter drin. Installieren, Lüfter. Keine Ahnung. Wenn kein Lüfter drin ist, dann also kein Wunder, dass du keinen hörst. Die werden verstaubt da drin, aber ist überhaupt keiner drin. Es Luft. Ah, hier ist aber. Sauber.
Sollte sauber sein. Hier. Staubfilter. Und ich meine, haben wir den bei dem anderen auch vergessen? Hier, das hier. Kann sein, ne? Ne, war das nicht dreckig. War nämlich da ja schon grün. Okay. Installieren. PC-Teile, Seitenwand. Ich habe den Luftkühler doch ersetzt. Da wollte ich den CPU-Kühler. Ah, deswegen, weil ich den Kabel, weil ich das Kabel nicht angeschlossen habe. Hätte dazu CPU-Kühler gewollt, hätte das ja geschrieben, ne? Hier. Schau mal an. Will ich nicht daneben klicken. Kabel, USB-Kabel, Netzwerkkabel, Netzteilkabel, mal. Und die Seitenhand, genau, kennt man ja die Seitenhand, die Seitenwand wieder drauf. Starten. Ich habe den. Ich habe den Luftkühler ersetzt. Das ist, ein neuer Luftkühler. Geht denn einfach mal nix. Das, was du da hast, ist ein neuer Luftkühler, du wolltest CPU-Kühler. Du musst das halt sagen. Mann. Für den neuen CPU. Ja, der Luftkühler. Also Luftkühler ist für mich halt, ne? Der hier. Wenn CPU-Kühler sein soll, soll man CPU-Kühler dabei schreiben. Das hat der hier. Der dreht sich auch nicht. Also man das denn vorher wissen. Wir bauen den hier schon mal aus. Ich werde noch bis morgen warten. Ich kann den gerade einmal auch schon mal hier ab. Gehen die neben uns schon einmal. Einer sorglos. Ne, rennt hier sorglos. Hey, könnten Sie einen Auftrag übernehmen? Ich brauche eine PC-Reinigung. Bieten Sie sowas an? Es hat den Anschein, als würde er ziemlich warm. Was die Zeit angeht, könnten sie das bis zum 8.01.2018 in 3 Tagen schaffen. Diese Kunststoff-Weißkabel sehen wirklich toll aus. Vielleicht bin ich beim Surfen auf so vielen fragwürdigen Seiten gewesen. Das. Okay, mach ich halt. Wir wollten CPU-Kühler kaufen. Ah ja, deswegen. Ja, gut. Ich muss den anderen auch noch, ne? Ne, war nur eine Staubreinigung. Ja, da stand halt Luftkühler, ne? Luftkühler ist für mich halt. Luftkühler, hier. Nicht CPU-Kühler. Oh, wir haben eben ein bisschen mehr ausgegeben als. 40. Ich hoffe aber jetzt nicht zu ändern. Warum habe ich das jetzt hier aufgemacht? Stick.
einschalten. Omega System. Namen hinzufügen, Virenscanner. Ja, euch starten. Exzellenz Betriebssystem, ja, das ja sowieso schon. Virenscanner 282. Dateien säubern. So, fertig. Und hier runterfahren. Ausschalten, hier runterfahren, das selber. So. Auch fertig. Wir hier schon jetzt reingehen. Hier 300. 310. Und 200. Ja, ist so schön. Neue Teile verfügbar. Asus ROG Strix Radeon RX 560. Und Regentec Themis Evo. Also Themis. Und Asus Radeon RX 560. Transportweg. Gemacht, habe ich gemacht. Auch gemacht. So. Hier müssen wir jetzt bis morgen warten. Mal leid. Tag beenden. Euer Tag. Genau. Wir sehen hier wieder. Und jetzt natürlich nicht die Wärmeleitpaste vergessen. Prozessorkühlung, da ist der neue. Also, dann noch die Kabel anschließen. Hier, ich hoffe, das ist abgeschlossen. Und das hier. Und jetzt hat er eben zwei Lüfter. Da kann ich wenigstens hier das hier nicht mehr passieren. Also, gut, wenn der Lüfter kaputt geht, schon, aber wieso besser, wenn man einen Lüfter am Gehäuse und einen CPU-Lüfter hat, also anstatt nur einen CPU-Lüfter. Ich habe bei mir auch zwei Lüfter dran. EDS auf Achse Intro Musik. Schon mal einschalten, dann können wir hier Seitenwand schon mal drauf machen. Ich glaube den ganzen zwei ersten Tag später. Ich habe mich so. Funktioniert alles, können wir wieder ausschalten. Und der will eine Staubreinigung. Ja, der hat es auch super nötig, der PC hier. Liegt. Auf. Ich würde aber sagen, ich mache den jetzt gleich noch fertig. Das ist jetzt nicht so spannend, hier haben wir den Restlos aufzugehen. Sagen, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und gut unterhalten. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bleibt gesund und tschüss.